CSU-Fraktion das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren. Also manchmal finde ich das schon ein bisschen komisch, dass wir Menschen immer nur das laut sagen, was nicht funktioniert, was nicht geht, was wir noch haben müssen, wo es Probleme gibt. Warum demotivieren Sie sich denn selber so? Heute ist der Tag, wo wir darüber reden, was wir für Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und die Pflegekräfte in einem dreistufigen Pflegereformkonzept umgesetzt haben. Und das ist ein guter Tag für die Pflege, meine sehr verehrten Damen und Herren. Worum geht es denn eigentlich hier? Jeder Mensch hat Sorge, dass er pflegebedürftig wird. Das ist unabhängig vom Alter. Das kann durch die Geburt kommen, in der Kindheit durch einen Unfall, in der Jugendalter durch einen Unfall. Das kann durch eine schwere Krankheit unabhängig vom Alter kommen. Es kann aber auch im Alter auftreten. Alle wünschen sich, dass sie nicht pflegebedürftig werden. Aber das gab es schon immer. Früher im Familienverbund, in den Drei-Generationsfamilien, hat man sich gegenseitig geholfen. Und dieser Grundgedanke, der ist heute in der Pflegeversicherung drin. Als wir vor 20 Jahren, 1995, die gesetzliche Pflegeversicherung etabliert haben, damals noch im Wasserwerk in Bonn. Da wussten wir, dass hier ein Bedarf auf uns zukommt. Und wir wussten, dass vieles nicht im ersten Schritt gemacht werden kann. 20 Jahre hat die Pflegeversicherung vieles aufgebaut. Und liebe Frau Zimmermann, ich kann Ihnen nur empfehlen, mit Leuten zu reden, die vor 30 Jahren schon pflegebedürftig waren und vielleicht heute Gott sei Dank noch leben, wie die Pflegeheime zu DDR-Zeit aussahen. Also wenn Sie hier behaupten, da ist nichts geschehen, das ist eine Lüge der Wirklichkeit. Entschuldigung, das muss mal gesagt werden. Was infrastrukturell in den Jahren aufgebaut worden ist, alleine durch den Aufbau der Pflegefachkräfte in ganz unterschiedlicher Form bis hin, auch heute gibt es noch private Institute, die mit Schulgeld Pflegekräfte ausbilden und vieles, vieles mehr, hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und es ist immer besser geworden. Aber wir haben natürlich erkannt, dass durch die Veränderung in der Gesellschaft an vielen Stellen Korrekturen, also wir sagen dazu Reformen, notwendig sind. Und die haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart. Da waren wir uns einig. Und jetzt haben wir sie in drei Schritten konsequent umgesetzt. Und wenn wir im ersten Pflegestärkungsgesetz, das ja letztes Jahr im Januar in Kraft getreten sind, ganz, ganz viele einzelne Maßnahmen, die sind heute schon von unserer Staatssekretärin benannt worden, etabliert haben und dafür einen Zusatzbeitrag von 0,3% ins Gesetz geschrieben haben, dann will ich hier auch noch mal feststellen, dass mich kein einziger Brief erreicht hat mit Protest, dass der Beitrag in der Pflegeversicherung erhöht wird, weil die Akzeptanz in der Gesellschaft für diese Aufgabe enorm hoch geworden ist. Das ist ein Prozess und darüber können wir uns freuen, aber wir sind noch nicht am Ende des Tages. Und wenn wir entschieden haben, dass von den 0,1% in die Rücklage geht, fest verschrieben bis zum Jahr 2033 aufgebaut wird als Vorsorgefonds, um Vorsorge zu treffen, gilt immer, auch hier in dem Bereich, in guten Zeiten für schlechte Zeiten sorgen. Das macht man zu Hause auch. Und wir machen das verantwortungsvoll in einem solidarischen System. Dann ist das sinnvoll, um die Beiträge oder den Aufwuchs, den wir heute schon erkennen, in den Jahren dann besser abfedern zu können. Und das ist eine vernünftige Maßnahme gewesen. Ich möchte Ihnen auch in Erinnerung rufen, dass die Umstellung mit dem PSG II, was die Umstellung zu aktiven Teilhabe von drei Pflegestufen in fünf Pflegegrade angeht, ein richtiger Schritt war. Wir sind jetzt im Dezember. Dieses Jahr war das sogenannte Vorbereitungsjahr. Und ich will mich an dieser Stelle wirklich bei all den Fachleuten, den Fachkräften in den einzelnen Einrichtungen bis runter in die Orte, in die Pflegeversicherung, in die Koordinierungskreise bedanken, dass sie diese Umstellungsprozesse in diesem Jahr auf den Weg gebracht haben, damit wir pünktlich am 1.1. nächsten Jahres 2017 sagen können, niemand wird schlechter gestellt. Und dafür ein herzliches Dankeschön, weil das ist eine enorme verwaltungs- und auch menschliche Arbeit gewesen.
Und wenn wir jetzt im Pflegestärkungsgesetz 3 uns neben Klarstellung der Schnittstellen zwischen, jetzt technisch gesagt, SGB 12, also Hilfe zur Pflege, und dem eigentlichen Pflegegesetz etablieren, um auch Menschen nicht von Pontius Pilatus schicken zu müssen in Zukunft und diese Verschiebebahnhöfe zu haben und sogar mit Koordinierungskreisen, die haben einen bestimmten Namen, die müssen etabliert werden, hier setzen, dann ist das was Sinnvolles für alle, für alle. Und wenn wir jetzt sagen, dass die Kommunen den Schlüssel in die Hand bekommen, um ihre Angebote vor Ort besser zu vernetzen. Manchmal, Entschuldigung, das ist Gott sei Dank nicht flächendeckend so, aber da gibt es schon hier und da einen Bürgermeister, der gar nicht weiß, was in dem Pflegebereich, in seinem Zuständigkeitsbereich passiert. Also, die Kommunen bekommen jetzt den Schlüssel in die Hand, um besser zu koordinieren, um besser zu beraten, um die aufsuchende häusliche Beratung zu machen, und sie kriegen diese Aufwendung von der Pflegeversicherung ersetzt. Es bleibt trotzdem bei der kommunalen Selbstverwaltung. Das muss man an der Stelle dann auch noch mal erwähnen. Und deshalb finde ich das als eine richtige Maßnahme, die helfen wird, vor Ort das Geschehen besser koordinieren zu können, zur Unterstützung der Menschen, die lange, möglichst lange zu Hause in ihrer Häuslichkeit bleiben und wenn es nicht geht, sofort die Hilfe bekommen, damit sie dann den Platz kriegen, den sie brauchen. Und wenn wir die 10 Tage eingeführt haben, um für unvorhergesehene Situationen auch mal eine Freistellung von der Arbeit zu bekommen, um das für seine Lieben zu organisieren, dann ist das auch eine Maßnahme, die haben wir schon PSG 1 beschlossen, die wichtig und richtig ist und die genutzt werden muss. Und dass die niedrigschwelligen Angebote bis in die Häuslichkeit herein so schlecht angenommen werden, also in diesem Sommer hatten wir gerade mal, wenn ich das richtig weiß, knapp 500 Anträge bundesweit. Das ist eine Fehlinformation, habe ich erst gedacht. Aber nein, das ist so. Dieses Instrument ist einfach noch nicht bekannt genug. Und deshalb sind auch diese koordinierenden Kreise vor Ort wichtig, um diese niedrigschwelligen Angebote den Leuten bekannt zu machen. Ich möchte wirklich darauf hinweisen, dass zum Schluss der Punkt, den der Kollege Lauterbach angesprochen hat, dass wir für die Entlohnung der schweren Arbeit der Pflegebedürftigen in den Pflegesätzen sich widerspiegeln muss. Auch unter der Maßgabe, dass der Träger natürlich nicht 3 Jahre lang Minus fahren kann, dann müsste er ja zum Insolvenzrichter gehen. Das natürlich nicht. Das haben wir extra noch mal im Änderungsantrag festgeklopft, dass das auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gehen muss. Ich kann nur an alle Verhandler, das sind die Pflegekassen, die Krankenkassen, aber auch die kommunale Seite, appellieren, dass sie mit diesem Instrument vorbildlich umgehen, denn sonst wird es eine Wanderungsbewegung der Pflegekräfte zugunsten vielleicht von Ballungsgebieten oder Ländern, die mehr zahlen können, geben, zu Lasten der ländlich strukturierten Regionen. Und das wollen wir auf keinen Fall. Deshalb ist es ein gutes Frau Kollegin, Gesetz. Auch die ich danke Ihnen für kommen. Ihre Zuhörer. Pia Zimmermann hat als